Heute teile ich mit euch einige Gedanken in Bezug auf 1. Mose, Kapitel 16 und 17. Mein Ziel mit der 1. Mose-Serie ist nicht, theologische Aspekte oder Fragen zu besprechen, sondern eine Perspektive der Hoffnung zu zeigen. Denn ich denke, uns mangelt manchmal nicht an Wissen, sondern an Glaube, Liebe, Vertrauen an Gott. Nachdem Abraham und Sarah 10 Jahre lang gewartet haben, dass Gott seine Verheißung erfüllt, haben sie ihre Hoffnung verliert. Wenn man entmutigt ist und die Hoffnung verliert, dann hat Satan eine offene Tür, mit seinen Ideen und Versuchungen zu kommen. Eine Lektion, die man aus 1. Mose 16, Vers 1 bis 6 nehmen kann, ist folgende. Man soll niemals dabei Gott helfen, seine Verheißungen zu erfüllen. Hoffnungsvoll während der Wartezeit zu bleiben, das ist Glaube. Klagelieder Jeremias 3, Vers 26 sagt uns, gut ist es, schwiegen zu warten auf die Rettung des Herrn. Die Bibel sagt uns deutlich, dass Sarah danach total unzufrieden mit den Folgen ihrer Entscheidung war. Denn die Polygamie hat nur Schwierigkeiten und Unglück gebracht. In 1. Mose 17, Vers 19 sagt Gott deutlich zu Abraham, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Dadurch hat Gott gezeigt, dass er die Ehe mit Agar nicht anerkannt hat. Sowohl Abraham als auch Sarai haben neue Namen von Gott bekommen. Der Name hat immer in der Bibel mit dem Charakter zu tun. Und dadurch wollte Gott zu Abraham sagen, du brauchst einen neuen Charakter, dass du mich vertraust, dass ich meine Verheißungen erfüllen kann. Gott helfe uns allen, die Hoffnung nicht zu verlieren, sondern immer ihm zu vertrauen. Amen.